Oh mein Gott, wieso bin ich blau? Jetzt sind wir schon wieder bei 15 Minuten, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin zu viel am Trödeln in den letzten Folgen, kann das sein? Seid mir bitte nicht böse, wenn ich ab und zu so ein bisschen trödel. Aber ich kann ja hier nicht nur überall durchrushen, das muss ja jetzt auch nicht sein. So. Ich bin ja mal gespannt, wo hier das Ende ist und wie das aussieht. So. Die sind alle down to the ground. Fackeln brauche ich. Fackeln, Fackeln. So, hier wird es wieder irgendwie bedrückend vom Sound her. Au! Was sollte das? Spinnnetze nehmen wir natürlich immer mit. Krüge, Krüge. So. Ein Heiltrank. Au, Alter, hier fallen ohne Ende. Warum? Dann bauen wir mal gleich zu hier. Es geht ja gar nicht. Der kommt mir nicht mehr entgegen. Der blöde Stein. Mal gucken mal eben auf die Karte. Ja, das ist doch schon mal ein Stückchen wieder weiter nach unten hier, so wie das aussieht, ne? Ich würde sagen, wir graben uns dann weiter nach links. Hier in der Höhle des Grauens sind wir schon echt tief gelangt. Mittlerweile. Denke ich mir, wo zur Hölle ist das Ende endlich? Aber vielleicht will ich es auch zum Schluss dann auch gar nicht mehr sehen, weil da wer weiß, was rumläuft. So. Ein weiterer Tunnel hier. Gucken mal gerade. Ja. Das kommt gut. Drecksblock. Hier graben wir uns dann nach unten. Hier erstmal noch eine Fackel hin. So. Lava, ey. Ich habe noch nie Lava gesehen. Noch nie. Schon in den letzten Let's Plays, aber ich habe irgendwie, ich wurde noch nie verbrannt oder so von Lava, Gott sei Dank. Oh, was ist da denn? Das sieht aus wie ein Haus. Warum nimmt er das denn jetzt nicht mit? So, das bauen wir mal ganz schnell dicht hier. Ich habe keine Lust da reinzufallen. Oh, das ist jetzt was? Einfach nur Gold oder was soll das sein hier? Wo sind wir denn jetzt auf der Karte mittlerweile? Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt die Frage, gehen wir links rum oder? Links rum sieht besser aus irgendwie. Komme ich denn da überhaupt dann hin? Nee. Ist doch falsch. Ich muss ja hier lang irgendwie. Wir können das Ganze ja mal ablaufen lassen. Aber in die andere Richtung, bitte. So. Genau, da sollst du hinlaufen. Ja, genau, genau. Sehr schön. Das ist sehr schön. So muss das sein. Den Stein, den packen wir jetzt mal hier drauf. So. Dann sind wir hier auch geschützt. Alles klar, perfekt. Hier leuchtet es wieder lila, das brauchen wir aber gar nicht. Vorerst brauchen wir das nicht. Hier wieder gefährliche Lava, ey. Ich lasse lieber da oben.
weiß nicht, wo ich hinkomme, wenn ich das jetzt tue. Mal lieber auf eine Karte schauen. Okay. Ich grab mich mal lieber nach unten. Das ist mir die sicherere Variante. Ich bin ja echt gespannt, wo wir rauskommen. Will nicht verbrennen. Ey, lass mich bloß in Ruhe jetzt hier. Ach komm, du mich auch. So, jetzt sind wir gut unten angekommen eigentlich. Fledermäuse weggeknallt hier noch eben. Na komm schon. Nein. Wieso tut mir das nichts? Okay. Das ist ja interessant. Das macht ja gar nichts an mir. Wieso nicht? Ach, das macht was. Ah, was ist das denn? The duck. Au! Alter! So. Boah. Der hat mich fast gekillt. Alter, hab ich Glück gehabt jetzt gerade. Uiuiuiui. Alter. Ey, dann noch einer. Nicht gut. Verbrenne. Boah, wo kommt der her? Ist das die Unterwelt da unten? Bestimmt. Das ist die Unterwelt. Alter. Huiuiui. Der hat mich fest weggeknallt, ey. So, da ist auf jeden Fall die Unterwelt, so sieht's aus. Da gehen wir jetzt hin. Ich will sie auf jeden Fall betreten. Einmal. Das sieht doch sehr stark nach Hölle aus da unten. Wir betreten die Unterwelt. Ach du Scheiße. Zum ersten Mal hier. Also, ohne Witz jetzt. Zum ersten Mal. Alter, was zur Hölle geht hier ab? Ich will gar nicht wissen, wo ich hier bin. Oh je. Erstmal zubauen. Alter, was ist das für ein Mistvieh? Yo, Zauberringe.
viel aus. Alter. Ich wurde getötet. Nein. Scheiße. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber wir waren in der Unterwelt. Wir waren auf jeden Fall in der Unterwelt. Unser Spawnpunkt wäre somit, ja, hier. Aber, das große Aber kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst oben bleiben soll. Das ist hier die Frage. Wenn ich jetzt das Spiel speichere und neu starte, müsste ich ja eigentlich unten wieder aufwachen. Wenn ich unten wieder aufwache, dann könnte ich den Tunnel weiterbauen. Aber vorerst möchte ich zwei andere Dinge erledigen. Ich gehe gerade in die falsche Richtung dafür. Nur nochmal so zur Information. Nein, ich kann ja gerade die Standuhr und so aufbauen. Vielleicht kommen dann wieder neue NPCs. Das wollte ich gerade noch eben machen. Und dann speichere ich das Spiel, starte das mal neu und hoffe, dass wir wieder unten landen, sodass ich den Tunnel weiter nach oben graben kann. Oder ich renne jetzt echt einfach zu diesem komischen Baum dahin. Das ist nämlich in der Nähe vom Baum. Hier, Moment, ich zeige euch das mal eben. So, hier ist das. Und wenn ich mir jetzt irgendwie graben uns hier nach oben. Irgendwie. Das wird ja wohl passen, denke ich. Ich glaube, das geht auch schneller. Wie gesagt, weil da muss ich nicht immer nach oben klettern. Da kann ich gleich einfach immer nach unten drücken und bauen, 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 bauen. Ich denke, das geht viel schneller. Genau, das mache ich so. Dann spawne ich lieber wieder hier erstmal, baue den Tunnel dann fertig und spawne dann wieder in dem Haus da unten. So machen wir das. Hier ist jetzt mein Spawnpunkt again. So, jetzt stelle ich mal eben die komische Standuhr hier hin und die Truhe. Jetzt haben wir wieder so ein Auge. Auch sehr geil. So, die Standuhr. Wo packe ich sie mir denn hin? Hier am besten. Hier kommt die Standuhr hin. Hier kommt noch eine schöne neue Truhe hin. Zack, Moment. Da muss das Schild erst wieder weg, sonst sieht das doof aus. So, hier kommt die Truhe hin. Guck mal, direkt nebeneinander. Das geht auch. Ha! Das wusste ich, das ging aber vorerst nicht. Komisch. So. Ja, so passt das doch. Genau. Dann schauen wir mal gerade, was haben wir hier wieder für Verbrauchsgegenstände, Ketten und so ein Mist. Habe ich das jetzt nicht hier drin? Ich habe doch hier irgendwie wieder umgeordnet alles. Lalalalalala, 44 Eisenbarren und etc. pp. Was ist das? Amethyst. Saphir, Smaragd. Aber kann ich irgendwie alles nichts mit bauen? Ich zeige euch das mal gerade. Oder kann ich mir irgendwie Saphirbarren bauen? Das wäre auch geil. Aber es läuft bestimmt nicht. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Wollte ich gar nicht. So, wir schauen. Einen Zauberstab haben wir ja schon. Ah, brauchen wir nicht. Haben wir nicht. Seil. Stühle, Hocker, habe ich. Wolfram, bla bla bla. Mülltonne, Mülleimer können wir vielleicht nochmal bauen hier. Ist ja auch bestimmt mal notwendig für irgendeinen NPC, denke ich. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, die Fackeln können wir hier drauf bauen. Oh, lalala. Hier die Sternschnuppe nehmen wir auch noch mit. Wie, jetzt geht das nicht mehr? Was ist das denn bitte? Ach, habe ich jetzt voll. Okay, ich kann also keine Sternschnuppen mehr mitnehmen. Ach, ich bin voll. Da sind wir auch schon wieder. 15 Minuten sind vergangen. Ich stelle mal hier die Mülltonne hin, so.
Die Lampe habe ich aus Versehen abgebaut. So. Goldbarren. Barren, Barren, Barren. Überall nur Goldbarren. So. Ach ja, ich habe ja irgendwann mal so ein Pinselset gekauft. Ist aber jetzt nicht so der Burner, falls ihr euch da irgendwie was Großes von erhofft. Ist nichts Wildes. Ist alles gut. So, wir haben so viel von diesen Amethysten und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Kann platziert werden. Material und kann platziert werden. Was ist denn, wenn ich die auf den Tisch stelle? Wenn ich jetzt einen nehme. Mal gucken. Geht das? Kann ich hier einen hinstellen oder so? Ach, guck mal, da kann ich einen hinquetschen hier in eine Wand. Aber was bringt mir das? Gar nichts, ne? Überhaupt nichts. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Aber können wir mal aus Spaß einfach machen. Hier so ein paar Steinchen an der Wand hängen. Warum nicht? Da haben wir ja genug von. Ne? Also, warum nicht? Ich verabschiede mich jetzt erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wie wir weitermachen. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht so sicher. Ich dekoriere jetzt erstmal noch ein bisschen. Zum Teil sieht ja mein Haus auch relativ leer aus noch. Von daher muss da auch noch was hin. Und ich würde mich jetzt erstmal damit verabschieden und sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Terraria. Lasst mir doch ein Däumchen da oder einen Kommentar. Wir sehen uns dann hier in einem frisch dekorierten Häuschen wieder und schauen dann mal, was unser nächster Plan so ist. Ich freue mich auf euch. Bis dann.